Ja, hallo, und da sind wir wieder auf dem Weg zum Funkturm. Und wir stehen jetzt irgendwie wieder hier unten nach dem Speichern. Aber wir müssen doch da nach oben. Also gehen wir da auch wieder hin. So. Darauf. Hui, das war knapp. Und. Ah, hier, da hinten ist eine Statue. Aber wir brauchen erst Feuer. Das Feuer ist da hinten. Kommen wir da auf den Balken? Oh, Klatsch. Okay, das hat nicht funktioniert. Da können wir mal wieder hier raus. Und nochmal da hoch. Ja, dann gehen wir doch über die Statue, denke ich. Hoch mit dir. Ja, dann springen wir erstmal darüber. Man schafft sie. Genau. Und dann gehen wir hier lang. Und darüber. Und holen uns mal das Feuerchen. Ja, hier gibt es noch eine Kiste. Und dann zur Statue. Zwei von 10 Statuen erleuchtet. So. Okay. Da hinten ist die Wand. Und da springen wir jetzt mal dran. Hui. Und weiter geht's nach oben. Ja, und da ist auch der Funkturm. Sind gar nicht mehr so weit weg. Und jetzt müssen wir da runter. Oh Mann. Bitte! Das muss alles nicht sein! Bin entdeckt. Oh nein, Feuer. Oh, verdammt. Nee, ich will das nicht. Jetzt renne ich da auch noch rein. Wie blöd. Oh nein. Nein. Schon wieder. Gut, dass es regnet. Wo ist er denn jetzt? Da hinten immer noch. Der Feige ist auch versteckt. Oh. Erledigt? Gut. Weiter geht's. Und da ist ein Feuer. Denn da kriegen wir auch eine Kiste. Jawohl. Okay, weiter. Ich habe keinen
gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Aber der Funkturm ist ganz nah. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, süß. Das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Ja, und Lara und Loth haben ganz offensichtlich eine ganz, ganz lange Vergangenheit schon durch Laras Vater. Ja, und Reyes und Loth haben offensichtlich was am Laufen. So. Gehen wir nochmal ans Lager. Ich glaube doch, eigentlich an der Ausrüstung muss man doch jetzt wieder was machen können. Oder nicht? Eigentlich schon. Ich habe doch wieder ein bisschen was. Ah, aber 250 braucht man jetzt hier für alles.
Nee, 200. Oder wir sparen ein bisschen. Ja, ich glaube, wir sparen mal ein bisschen. Alles klar. Okay. Was war das? Eine Ratte. Wie eine Ratte. Ah, was gibt's denn hier noch? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Boah, aber sonst? Aus China. Okay, was gibt's hier sonst noch? Das Lager selber. Da gibt's wieder Feuer. Oh nein. In die Richtung gibt es ganz offensichtlich Gesellschaft. Gehe ich jetzt erstmal hier hin. Und hol mir Feuer. So. Ich glaube aber... Ach, da ist er. So. Ich glaube, wir müssen da jetzt lang. Ich fürchte es fast. Hat er da was mit dem Blümchen? Oh. Hat er mich schon gesehen? Nicht. Okay, also der steht jetzt mit dem Rücken zu uns. Den könnten wir uns jetzt vielleicht so holen. Hat das schon mal gut funktioniert. Jetzt sollten wir nicht so viel Krach machen. Okay. Jetzt mal den da hinten in der Ecke, oder? Noch einer. Und da ganz hinten ist noch einer. Erwische ich den so oder muss ich erstmal näher ran? Ich glaube, ich muss erstmal näher ran. Ohne dass der Scheinwerfer mich erwischt. Das war doch gut. Und jetzt? Ohne dass der Scheinwerfer mich sieht, da hinten rein. Jetzt. Ganz schnell. Okay. Also da hinten in die Ecke. Dann weiter.
gucken. Oh, was ist denn da los? Okay, erstmal da hinten die Pfeile. Nein, jetzt haben sie mich hier gesehen. Ich war so gut. Scheiße. Was, sieht der mich nicht? So, kaputt. Ach, Mann, ey. Schubs ihn. Zack. Mensch. Ich will das doch gar nicht hier. Mann. Weiter. Da kommt einer, oder? Rennen die weg. Auf alle Fälle sind da welche. Voll. Okay. Muss man hier hinten hin? Die. Oh, da ist er da. Da war einer. Den haben wir. So unfair. Was? Was war da? Weiter. Okay. Rüber geht's. Pfeile sind wir echt voll. So. Jetzt können wir da wahrscheinlich hoch nachher. Oder hier lang. Gut. Ich würde sagen, weiter gucken wir in der nächsten Folge.